Herzlich willkommen zurück hier nach Schwandorf in unser Horsch-Live-Studio. Mein Name ist Michael Braun. Ich darf heute auch wieder durch den Tag führen, mit euch zusammen die Vorträge mir anschauen und natürlich im Anschluss jeweils die Live-Fragerunde moderieren. Ja, zum Einstieg noch ein bisschen, was ist denn Horsch-Live für die Gäste, die neu dabei sind? Wir haben uns in dem Jahr entschlossen, eine voll digitale Seminarreihe zu machen über 2,25 Tage, wo wir spannende Themen diskutieren. Zum einen natürlich gesellschaftliche Themen, aber auch Themen, Fachthemen rein in die Tiefe der Landwirtschaft. Die Vorträge sind sowohl in Deutsch als auch in Englisch verfügbar und werden im Anschluss auch noch erhalten bleiben. Das heißt, für denjenigen, der jetzt vielleicht nur kurz reinschauen kann, weil ein anderer Termin noch drückt, ist da gerne eingeladen, das auch im Anschluss nochmal anzuschauen. Die Fragen werden wir über den Chat annehmen. Das heißt, auch jeder von euch hat die Möglichkeit, direkt zu unseren Beiträgen Fragen zu stellen. Einfach in den Chat reintickern. Wir schauen uns das Ganze an und haben dann immer nach den Vorträgen live die Möglichkeit, mit dem jeweiligen Referenten zu diskutieren, dort nochmal in die Tiefe zu gehen oder vielleicht auch noch ein Randthema anzukratzen, je nachdem, was von eurer Seite kommt. Ja, mit was wollen wir denn heute starten? Erster Vortrag, ein Fachvortrag im Bereich der Kompostierung, genauer genommen die mikrobielle Karbonisierung, also ein Kompostierverfahren, bei dem potenziell ein Großteil des Kohlenstoffs, des Ausgangsmaterials, danach auch wieder im Kompost zu finden ist. Jetzt stellt sich sicher der ein oder andere die Frage, warum ist denn das so ein interessantes Thema für uns? Und wir sehen da schon ein gewisses Potenzial drinnen. Wir diskutieren ja seit mittlerweile gut 2 Jahren immer wieder über das Thema CO2 und wie kann der Landwirt in dem Bereich mitwirken. Auf der einen Seite organische Substanz im Boden aufzubauen, um ja letztendlich Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen, Bodenfruchtbarkeit per se zu erhöhen, aber vielleicht auch mittelfristig einfach Kohlenstoff wieder in den Boden einzubauen. Und da ist es natürlich besonders interessant, dass man sich die Fraktionen anschaut, die dauerhaltbar sind, die also nicht in kurzer Zeit wieder abgebaut und eventuell zurück in die Atmosphäre gehen. Mich freut es, dass wir Herrn Walter Witte von Witte Bioconsult gewinnen konnten, um genau zu dem Thema zu referieren und uns einfach da die einzelnen Verfahrensschritte der mikrobiellen Karbonisierung noch ein bisschen näher zu bringen. Ja, ich freue mich, gemeinsam jetzt mit euch zusammen in den Vortrag reinzuschauen und danach Fragen in der Richtung zu beantworten. Dankeschön. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen für meinen kurzen Beitrag, die mikrobielle Karbonisierung. Mein Name ist Walter Witte. Ich möchte Ihnen die Karbonisierung im Zusammenhang im Kontext also mit der Klimaentwicklung, Umwelt und nachhaltiger Landwirtschaft etwas näher bringen. Die Landwirtschaft steht gegenwärtig in einer Sackgasse. Die Politik wechselt sehr schnell ihre Richtung. Sie hat sich sehr spät den Klima- und Umweltfragen zugewandt. Der Landwirt muss langfristiger planen. Er hat seine Investitionen in Stall, Hof und Technik längst getätigt und muss die viele Jahre abtragen. Und da helfen jetzt Verbote, Einschränkungen, Restriktionen nicht weiter. Der Landwirt muss auf seinen Schultern das Problem lösen. Die Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen, umweltfreundlicher, nachhaltiger zu arbeiten, ist ohne Zweifel unser gemeinsames Ziel. Aber dazu braucht es Innovationen statt Exnovationen. Was ist eine Exnovation? Exnovation ist, ich lasse nur etwas Unliebsames weg. Also nur biologisch wirtschaften, indem man Dünger und Pflanzenschutz weglässt. Eine Agrarwende ist sicher nötig. Aber dazu braucht es vorher Ideen, helfende wissenschaftliche Erkenntnisse, Lösungsvorschläge, die den Bauern auch vermittelt werden müssen. Sie müssen auch verstanden werden. Noch immer schwelt ein jahrhundertealter Streit über die Rolle der organischen Substanz. Jeder spürt das. Viele Berater, viele Fachtagungen finden zu diesem Thema statt. Es geht nicht so richtig mit dem Humus, aber auch nicht ohne Humus.
Was läuft insgesamt falsch? In einem Positionspapier habe ich vor kurzem gelesen, die ganze Verwirrtheit wird hier deutlich. Humusaufbau für die Bodenfruchtbarkeit, nicht aber zur Klimarettung. Ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Also steht am Anfang immer noch die Frage, was ist eigentlich Humus? Was kann der Humus? Und woher kommt der Humus? Die Herausforderungen an die Landwirtschaft waren selten größer. Es müssen drei wesentliche Zielstellungen in historisch kurzer Zeit gelöst werden und umgesetzt. Zum einen steht eine hohe Produktivität. Die Bevölkerung, 1900 waren es 2,5 Milliarden, jetzt reden wir von 7 bis 7,5 Milliarden, in Zukunft noch mehr, müssen ernährt werden. Finanziell, materiell, auch qualitativ. Die Klimaschutzziele sollen auch erreicht werden. Wir müssen die Treibhausgasemissionen drastisch senken, damit wir überhaupt noch produzieren können. Drittens, die ökologischen Standards müssen verbessert werden, dass unsere Luft sauber wird, sauber bleibt, dass das Nitrat im Grundwasser nicht unser Lebenselixier, das Wasser, vergiftet. Die Artenvielfalt, die letztendlich nur existiert durch eine gesunde Umwelt. Das sind drei wesentliche Punkte. Aktuell besteht aber eine Unvereinbarkeit der Ziele. Es besteht ein Zielkonflikt. Eine hohe Produktivität erhalten, ohne Dünger, ohne Pflanzenschutzmittel. Geht das überhaupt? Eine Vorstellung, die noch vor 30, 40 Jahren unmöglich war. Noch 50 Jahre rückwärts konnte man sich den Dünger nicht vorstellen. So wandelt sich die Zeit. Klimaschutzmaßnahmen einhalten, Treibhausgasemissionen vermindern oder gar vermeiden, ohne die Produktionsweise zu ändern, ist auch ein Ding, was nicht funktioniert. Die ökologischen Parameter verbessern, geht eindeutig zulasten der Produktivität. Wir sehen das an dem Beispiel, ökologisch produzieren kann man, aber die Erträge liegen dann etliches niedriger. Diesen Zielkonflikt insgesamt zu lösen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nicht nur ein Problem der Landwirtschaft. Hier muss auch Wissenschaft und Politik nach vorne bringen. Das, was wir gegenwärtig erfahren, ist mehr ein Observieren. Wir beobachten und reden darüber. Wir müssen forschen, wir müssen weiter forschen. Wir können nicht auf dem Stand, Mineraldünger löst alles, Mineraldünger und Wasser ist die Lösung. Wenn ein Part fehlt, bricht die Wirtschaft zusammen. Also der erste Schritt ist die Suche nach Alternativen. Nach wissenschaftlichen Alternativen, nach Gemeinsamkeiten aller drei Konfliktpunkte. Treibhausgase, Luftschadstoffe, flüchtige organische Verbindungen, die NMVOC, auch die Produktivität und die Ressourceneffizienz. Also der Umgang mit unseren Wirtschaftsdüngern, mit den Ernteresten, mit den Abfällen, haben alle mit dem Kohlenstoff und dem Stickstoff zu tun. Entscheidend ist daher ein anderer Umgang, eine bessere Nutzung der organischen Ressourcen. Auch deren Bedeutung im Naturhaushalt muss neu bewertet werden. Was bedeutet es, wenn eine Gemeinde einen großen Haufen Abfälle, weil sie das Geld sparen will, nur auf einen Haufen sammelt, findet man in vielen Ortschaften. Auch in der Landwirtschaft ist der Stalldunghaufen oder andere organische Abfälle nicht nur Abfall.
Ein Beispiel ist auch die Hopfenreben, wo wir gegenwärtig auch dann arbeiten. Die mikrobielle Karbonisierung, hier schließe ich zu meinem Thema auf, könnte dazu eine Schlüsselfunktion erfüllen. Nicht, weil sie jetzt von mir stammt, sondern weil sie ein Naturprozess ist. Die natürliche Karbonisierung ist Teil der organisierten, evolutionär entwickelten Handlungsstrategie der Mikroorganismen. Also ein Selbstorganisationsprinzip der Natur, keine Erfindung von irgendeinem Menschen. Die schwarze Erde, die fruchtbare Erde, auch die Amazonaserde oder die Kohle im Boden, das Erdöl, das sind alles vor dem Menschen passiert, also ein rein in der Evolution entwickelter Prozess. Hier sind Elemente, hier spielen Enzyme von Mikroorganismen eine Rolle, die ganz selbstverständlich ablaufen, ohne dass der Mensch hier viel zutun muss. Der Kohlenstoff, den wir in Form von Kohle und Erdöl kennen, ist ein Indiz dafür. Welchen Weg der Kohlenstoff aus der Luft, das CO2, durch die Aufnahme der Pflanzen und die Umbau in den Pflanzen genau gegangen sein muss. Und hier müssen wir, wenn wir über Bodenfruchtbarkeit, Kohlenstoff im Boden reden wollen, hier müssen wir wieder ansetzen. Für die Abstammung des Kohlenstoffs, der Kohle, dieser Kohlenstoffprodukte, zeugt eigentlich die chemische Struktur der Kohle. Hier finden wir alles das drin, was die Pflanze jemals aufgebaut hat und zusammengebaut hat. Hier ist der Stickstoff, der Schwefel, hier ist alles noch drin, die Zellstrukturen noch vorhanden. Beginnt es in der Pflanze vom wasserunlöslichen Lignin zum wasserlöslichen Dauerhumus. Wasserlöslich wird das Lignin erst dann, wenn es bestimmte Aminosäuren aufgenommen hat, also für die Bodenfruchtbarkeit unverzichtbar geworden ist. Vom Dauerhumus zur Weichbraunkohle in eine brennbare Form umwandeln, heißt, es wird Wasserstoff und Sauerstoff von den Mikroorganismen abgezogen, unter ganz bestimmten Bedingungen. Ich habe dieses Experiment in 8 Monaten erreicht. Also möchte ich doch sagen, wir brauchen keine 50 Millionen Jahre, wir brauchen nur die richtigen Milieubedingungen. Woher kommt also dieser stabile Kohlenstoff, den wir im Boden so sehnsüchtig erreichen wollen? Etwa 20-30% der Trockensubstanz verholzter Pflanzen besteht aus Lignin. Auch im Strohhalm, alles was aufrecht wächst, wo eine Standfestigkeit, eine Druckfestigkeit benötigt wird, enthält dieses Lignin. Damit sind Lignine, Zellulosen und Chitin, wie das im Panzer von Insekten zu finden ist, das Chitin, die häufigsten organischen Verbindungen der Erde. Die Gesamtproduktion der Lignine wird auf etwa 20 Milliarden Tonnen pro Jahr geschätzt. Das wächst jedes Jahr an Lignin nach. Da die Pflanzen ursprünglich das Lignin benutzten, sie haben es zweckgebunden hergestellt in den Blättern, in den Stängeln und Wurzeln, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Da dieses Lignin nicht abbaubar ist, von vielen Insekten, Blattläusen rede ich jetzt mal von, oder anderen saugenden, beißenden Insekten, steckt die Pflanze dieses Lignin an der Fraßstelle dort an, um sich zu schützen. Der Mensch, klugerweise, hat in den 1980er Jahren begonnen, aus den Futterpflanzen das Lignin zurückzuzüchten.
weil die Kuh und das Schwein und andere Tiere das Lignin schlecht verdauen, hat man es einfach als überflüssig angesehen und hat begonnen, es im Futterpflanzen zurückzuzüchten. Daher auch die Frage: Zwischenfrüchte enthalten sehr wenig Lignin noch. Nutzen sie uns insofern für die Kohlenstoff-Humusproduktion überhaupt noch? Was ist am Lignin so besonders? Lignin ist keine einheitliche Substanz, sondern eine Gruppe phenolischer Makromoleküle, die sich aus verschiedenen Monomerbausteinen zusammensetzen. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, ist es vielleicht auch, aber diese vielen ringförmigen Kohlenwasserstoffe bleiben in ihrer Struktur, so wie die Pflanze es jemals aufgebaut hat, mit der Kraft des Sonnenlichtes, bleiben bis zur Kohle, bis zum Erdöl, bis wir Menschen das eines Tages verbrennen, in dieser Struktur erhalten. Die Lignine sind eigentlich hydrophob und damit in Wasser und vielen anderen Lösungsmitteln nicht löslich. Wir können das auch nachvollziehen an bestimmten Pfahlbauten, die seit Jahrhunderten im Wasser stehen. Das Holz würde sich ja auflösen im Wasser, wenn das anders wäre. Das Lignin ist also unlöslich. Es wird erst durch die Kompostierung in eine wasserlösliche Form umgewandelt. Der Grund, dass die Lignin unlöslich ist, sind die biologischen, chemischen, schwer abbaubaren und anderen organischen Stoffe. Welche natürlichen Wege zum Abbau organischer Substanzen kennen wir? Wir kennen als Landwirt alle die Gärung. Eine Silage aufsetzen ist ein unvollständiger anaerober Rückbau. Ohne Licht, ohne Luft, ohne Wasser wäre eine einfache Faustregel, um sie so zu nennen. Denn wir wollen die Energie, die im Mais oder in der grünen Masse steckt, für die Tiere behalten oder für die Biogasanlage. Also soll die Energie drin bleiben. Es findet nur eine Umwandlung zur Milchsäuregärung statt. Die Faulung ist auch ein unvollständiger anaerober Abbau, in der Biogasanlage zum Beispiel. Unvollständig deshalb, weil das Methan, was wir erzeugen wollen, ist ja noch eine organische Verbindung. Die Schwimmschicht ist noch organische Verbindung. Das Einzige ist die Mineralisierung und die Rotte auf dem Feld, das Mulchen, wo ein vollständiger aerober Abbau stattfindet. In der Regel durch Pilze und Schimmelpilze. Hier wird die organische Masse in einer bestimmten Zeitspanne, schneller oder langsamer, vollständig zu CO2 und Wasser wieder abgebaut. Dazu setzt sich eins, die Humifizierung bzw. Karbonisierung. Ist auch ein unvollständiger anaerober Abbau. Anoxischer Abbau. Jetzt bin ich schon durcheinander. Anoxisch deshalb, weil wir beim Aufsetzen Sauerstoff einbringen und ein ganz langsamer Prozess des Abbaus der Organik stattfindet. Aber diese Ligninstoffe können ohne den freien Sauerstoff nicht angegriffen werden. Sie bleiben in ihrer Struktur vollständig erhalten. Also das besondere Verhältnis bei der Kompostierung zum Sauerstoff ist hier der entscheidende Punkt. Zum Verständnis noch einmal, aerob bedeutet, es liegt gelöster Sauerstoff vor, also freier Sauerstoff. Es finden ständig Oxidationen statt, mehr oder weniger, schneller oder langsamer, je nach Umstände, je nach Mischung, dass der Kohlenstoff zu Kohlendioxid, das Ammoniak zu Nitraten und NOx umgewandelt, oxidiert wird
das stinkende Schwefelwasserstoff zu Schwefeldioxid und so weiter. Letztendlich ist der ganze Prozess abgeschlossen, wenn alles wieder in CO2 und Wasser und Mineralien verwandelt ist. Anoxisch, der Begriff wird weniger verwendet. Sauerstoff liegt nur in gebundener Form vor. Zum Beispiel beim Aufsetzen der Miete wird auch schon einiges Ammoniak oxidiert zu Nitrat und dieses wird anoxisch wieder reduziert zu Amidstickstoff. Kohlendioxid wird reduziert zu Methansäure. Der Schwefel wird wieder reduziert zu Sulfhydryl und dieses gleich an dem Dauerhumus gebunden. Das ist das Besondere. Es gast also nichts aus, es geht nichts verloren. Es wird innerhalb des Prozesses wieder verarbeitet. Das Anaerobe ist das ganze Gegenteil von dem. Sauerstoff liegt weder gelöst noch ungelöst noch irgendwie anders vor. Sonst könnte es zum Schluss keine Silage geben, sonst würde es Milchsäureprodukte und verfaulen. Oder in der Biogasanlage würde nie Methan rauskommen, sondern immer nur das oxidierte Kohlendioxid. Die MC-Kompostierung ist also kein anaerobes Rotteverfahren, wie man oft in der Presse lesen kann. Das ist ein bisschen sehr oberflächlich gegriffen. Die MC-Kompostierung sichert auch bei niedrigen Temperaturen eine Hygienisierung, da es sich um chemische Umsetzungen handelt, da es sich um die Enzyme von den Mikroorganismen handelt und die Einhaltung der TA-Luft und das Absterben von Unkrautsamen und Viren. Und sie bildet einzig den Dauerhumus. Und das Besondere, hatte ich schon erwähnt, ist das Umwandeln des Lignins in eine wasserlösliche Form. Das ist hier das Besondere dabei. Die mikrobielle Karbonisierung heißt auch, den Kohlenstoff für die Bodenfruchtbarkeit und den Klimaschutz nutzbar zu machen. Wir haben hier ein Beispiel. Es mag aussehen wie Asphalt auf der Straße, dass dieser Dauerhumus aus dem Kompost tritt bei starken Regen- und Sonnenschein-Tage davor, ist ein seltenes Bild mal zu sehen. Das Karbonisieren von Biomassen insgesamt nimmt den Kohlenstoff in großen Mengen aus dem CO2-Kreislauf heraus. Es transportiert ihn in den Boden, wo er über viele Jahrzehnte, ich werde es nicht messen können, in einem Leben, viele Jahrzehnte dort verweilt, bis eine Anreicherung zu einem gewissen Punkt erreicht ist, wo dann die Verkohlung eintritt. Der Dauerhumus ist sehr stabil und bewegt sich im Boden durch Diffusion. Ein einfaches Prinzip, der Dauerhumus sickert in den Boden ein mit dem Regenwasser, auch in tiefere Schichten, nimmt während dem Nährstoffe auf, er konzentriert sich nach oben, der Salzgehalt nimmt zu und je höher der Salzgehalt ist, desto schneller steigt es wieder nach oben, um sich zu verdünnen. Das ist ein rein physikalischer Prozess. Ein kleines Beispiel, die Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzen durch Diffundieren des Dauerhumus. Ich habe das hier etwas verkleinert in einer Glasröhre, unten am Boden den Dauerhumus platziert, habe das mit einer Tonschicht abgedeckt und oben Regenwasser aufgefüllt. Ganz klares, dünnes Regenwasser. Das Diffusionsgesetz besagt, dass die stärkere Lösung sich verdünnen will und steigt nach oben selbst durch diese Tonschicht, um sich hier zu verdünnen. So steigt
steigen die Nährstoffe zu den Pflanzenwurzeln wieder auf. Um auch das zu belegen, dass in dem Dauerhumus sich Nährstoffe sammeln, ist ein bestimmter Rücktrocknungsprozess, ein Wasserentzug vom Dauerhumus und die Kristalle, die dort gebunden sind, alle möglichen Nährstoffe, Metalle, Nichtmetalle und Schwermetalle, sind hier in dem Schwermetalle, setze ich gleich mal zu, sind gleichzeitig die lebensnotwendigen Spurenelemente. Und die sehe ich hier in diesen glasklaren Kristallen, die auf dem Dauerhumus liegen. Der Dauerhumus bindet die Nährstoffe, transportiert und alles in pflanzenverfügbarer Form. Denn wir wissen von unserem großen Wissenschaftler Justus von Liebig, der schon vor vielen 100 Jahren zu der Erkenntnis gekommen ist, Magnesiumoxid zum Beispiel, Kaliumoxid kann die Pflanze nicht aufnehmen in oxider Form. Es muss reduziert werden. Es muss elementares Magnesium sein oder Kalium oder Natrium. Und diese Kationbindung, die erfolgt hier am Dauerhumus. Also es findet in wasserlöslicher, aber gebundener Form. Der Dauerhumus, sehen wir hier in der rechten Röhre, sickert im Boden nach unten, steigt nach einer gewissen Zeit, es dauert manchmal ein Vierteljahr, man braucht da etwas Geduld, steigt er wieder gesättigt nach oben in Richtung Pflanzenwurzel. Das linke Bild zeigt mit Biokohle, Biochair, aufgefüllte Röhren. Das bleibt oben drauf liegen, das rührt sich nicht, das löst sich nicht. Das ist nicht weiter zu gebrauchen. Die Nährstoffdynamik im ökologischen Landbau ist somit gesichert. Alles, was vom Feld an Resten übrig bleibt, wird aufgearbeitet, vorbereitet für die Pflanze, für das pflanzliche Wachstum und kommt wieder zum Feld. Ein kurzes Zeitfenster zwischen den Fruchtfolgen. Niemand möchte ja seinen Acker ein halbes Jahr einfach so liegen lassen. Das kurze Zeitfenster in der Fruchtfolge, der Akku muss schnell aufgeladen werden, der vorbereitete Kompost, die Nährstoffe sind in pflanzenverfügbarer Form, die Organik ist so umgebaut, dass sie einen Nutzen bringt, kommt sie in dieser Form wieder aufs Feld. Für die Kompostierung, für die Herstellung dieses Dauerhumus ist das Milieu das Entscheidendste. Ich muss Lebensbedingungen für diese Bodenbakterien schaffen. Dabei leisten aerobe Bodenbakterien die Hauptarbeit. Aerob, hat ja jeder schon verstanden, sind die Sauerstoffliebenden, die hier in dem Falle ihren Sauerstoff beziehen von den Oxiden. Sie reduzieren damit, indem sie den Sauerstoff abnehmen, die Pflanzennährstoffe und machen sie damit verfügbar. Die Schimmelpilze sind nicht erwünscht. Sie zeugen von einer Fehlentwicklung des Komposts. In der Regel, man kann das vielleicht leicht erkennen auf dem Bild, ist ein sehr trockenes Substrat die Folge. Es ist ringsherum sehr trocken, weil der Pilz, der Schimmelpilz, sehr viel Feuchtigkeit aufnimmt und damit die Erscheinung des Trockenen da ist. Auf Mulch- und Rotteflächen, Flächenkompostierung und so weiter, leisten besonders die Pilze den aeroben Abbau mit den negativen Folgen. Der Pilz braucht Sauerstoff zum Atmen und organische Substanz zum Leben. Er lebt heterotroph. Diese Pilze hinterlassen im Feld Pilzeiweiß, schwer abbaubares Pilzeiweiß, Pilztoxine und Mykotoxine. Alles das, was wir uns nicht wünschen und alles das, was unsere Nahrungsmittel
für Mensch, Tier und so weiter, eigentlich vergiftet. Und letztendlich für Pflanzenschutzmittel kostet, um diese Schimmelpilze, Fusarium betrügtes, Pseudocercus porella und viele andere hier verbreitet. Eine Sache möchte ich noch einflechten, das Albedo ist im normalen Alltag eigentlich nicht so bekannt, ist der Wert der Reflexion des Sonnenlichtes. Die Skala reicht hier von 0 bis 1. Man könnte sagen, eine frische Schneedecke ist etwa die 1, die höchste Reflexion des Sonnenlichts. Hier in diesem Bild ist etwa eine Reflexion von 0,28 gemessen worden. Oft wird ein dunkler Ackerboden leichtfertig gemeint mit einer Asphaltstraße gleichgesetzt. Der Boden erwärmt sich, das Klima erwärmt sich und die falsche Schlussfolgerung. Eine Asphaltstraße kann sich sehr wohl auf 60, 65 Grad erhitzen in der Sonne. Aber ein Ackerboden, der selten über 20 Grad sich erhitzt, wo bleibt die Sonnenenergie? Die Sonnenenergie wird in dem Falle in chemische Energie umgewandelt. Und die ist sicher notwendig, um neue Fruchtbarkeit hervorzubringen. Im Ackerboden befindet sich Wasser, welches durch die Sonnenenergie über die Enzyme der Bakterien gespalten wird zu Wasserstoff und Sauerstoff. Und hier in dem Wasserstoff steckt die ganze Energie, die wir für weitere Bodenprozesse, Umsetzungsprozesse der Nährstoffe benötigen. Auch das Thema um die Bioheizkraftwerke und Gärreste ist noch heiß. Noch stehen die Abgase und NOx im Mittelpunkt. Wenn das Biogas verbrannt wird, saugen die Motoren sehr viel Frischluft an. Sie sind so konstruiert. In der Luft sind 78% Stickstoff, der automatisch mit verbrannt wird zu NOx, zu einer unerwünschten Luftschadstoff. Hier sind dringend Ergebnisse notwendig, um diesen Stickstoff, der einmal aufgefangen wurde, wieder als pflanzenverfügbaren Harnstoff in den Ackerboden zu bringen. Versuche dazu laufen gegenwärtig. Auch bilden sich wasserabweisende Stoffe, wenn Proteine, Restproteine der Gülle auf dem Feld landen, entstehen Fette und Fettsäuren. Alkane, man hat früher Paraffin dazu gesagt. Die flüssige Phase der Gülle besteht aus Wasser, Ammonium und verschiedene Salzlaugen. Die feste Phase, die Schwimmschicht aus unverdauten organischen Stoffen, Lignin, Hemicellulose, Zellulose. Wir haben gegenwärtig den Trend, dass man beides auseinander dividiert. Die flüssige Phase und die feste Phase. In der Hoffnung, etwas Gutes zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Bei Gärresten, dem biologischen Umbau verlustarm steuern, machen auch wieder unsere Bodenbakterien. Wir sehen hier auf der linken Seite eine normale Gülle, Gärrest, und auf der rechten Seite ein mit 12 Tagen mit Bodenbakterien bearbeitete Gülle. In dem Fass, wo es ankommt, die Bodenbakterien arbeiten lassen und wir haben dieses Ergebnis. In der Folge ist es eine mikrobielle Karbonisierung, ein ganz natürlicher Prozess ohne Fremdmitteleinsatz, ohne irgendwelche Pulver oder andere Stoffe zusetzen, ist hier absolut nicht notwendig, um dieses zu erreichen, dass die Reststoffe, die Schwimmschicht karbonisiert wird,
Und dieses karbonisierte, dieser Dauerhumus letztendlich, ist ja wasserlöslich. Hier in dem Bild ist er trocken. Man kann ihn jederzeit wieder verflüssigen. Befinden sich die ganzen Stoffe wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff, die sonst flüchtig die Biogasanlage verlassen als Gestank. Durch Enzyme, katalysierte Reaktionen laufen 10 hoch 3 bis 10 hoch 15 Mal schneller ab als andere chemische Reaktionen, wo ich einen Bunsenbrenner oder ähnliches einsetze, mit hohen Temperaturen oder großen Drücken arbeiten muss. Diese Enzyme sind an fast allen chemischen Umsetzungen im Boden beteiligt. Sie stellen die erforderliche Aktivierungsenergie, die sie über das Sonnenlicht beziehen, und setzen die Energiebarriere herab, die chemische Verbindung zusammenhalten. Zum Beispiel das Magnesiumoxid wird die Energiebarriere herabgesetzt, sodass der Sauerstoff abgenommen wird und das Magnesium elementar für die Aufnahme der Pflanze zur Verfügung steht. Der Sauerstoff ist somit für bedeutende Enzyme im Boden toxisch. Das rührt aus der Vergangenheit her, als es auf der Erde noch keine Sauerstoffatmosphäre gab. Die Enzyme der Mikroorganismen sind somit unschlagbare biochemische Fabriken im Boden. Ich habe hier ein Beispiel konstruiert, in dem ich Regenwasser auf verschiedene Mineralien aufgebracht habe. Das ist ja nicht unüblich im Ackerbau, dass der Boden durch Regen übersättigt ist und das Wasser steht in Pfützen oder Spuren auf dem Feld. Ganz rechts sehen wir, wenn in dem Boden ausreichend Enzyme vorhanden sind von den Bodenbakterien, dass bereits nach 48 Stunden das Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff und somit der Boden wieder befahrbar ist, ohne dass das Wasser weg ist. Es ist nur chemisch gebunden. Im Kern ist also der Wasserstoff im Boden der Energie- und Wasserspeicher überhaupt. Und Wasserstoff ist eigentlich ein sehr flüchtiger Stoff, der mit über 21 Meter pro Sekunde aus dem Boden entweichen würde, wenn wir den Boden locker und offen liegen lassen oder falsch bearbeiten. Die Zielstellung letztendlich ist eine kohlenstoffspeichernde Bodenbewirtschaftung. Der Ackerboden wurde mehr und mehr als physikochemisches Substrat betrachtet. Ungeachtet ist der Sauerstoffgehalt der Böden zu einem vernichtenden Kriterium der natürlichen Bodenfruchtbarkeit angestiegen. Wir haben in vielen Jahren gelernt, Justus von Liebig schreibt in seinen Aufsätzen, er musste kämpfen, anerkannt zu werden. Heute haben wir das anerkannt, dass wir mit Dünger viel Ertrag bringen können, dreimal so viel wie ohne. Aber wenn Dünger oder Wasser fehlen, eins von beiden, bricht dieses Kartenhaus zusammen. Das haben wir auch schon gelernt. Die trockenen Jahre haben gezeigt, dass der Dünger allein nichts bringt. Auch keine Steigerungen sind mehr möglich. Letztendlich komme ich zu dem Punkt, die Bodenbearbeitung übt den größten Einfluss auf das Wachstum aus. Da jeder Eingriff in den Boden die beteiligten Prozesse wesentlich verändern kann. Da ist die Fruchtbarkeit des Bodens am Ende auch ein technisches, ein technologisches Problem. Die Technik kann ganz allein entscheiden, wie viel Sauerstoff im Boden ist, wie viel drin bleibt. Ich bringe nur ein Beispiel mit dem Nitrat. Wir haben viele, viele Forschungsprojekte europaweit mit 4 Millionen gefördert. Das Problem
Das Nitrat findet in den obersten 15 cm statt. Hier steckt die Kraft drin, dieses Nitrat zu neutralisieren, in Amidstickstoff umzubauen, in Aminosäuren und am Boden am Dauerhumus zu binden, ohne dass es im Grundwasser landet oder zurück in die Luft emittiert. Die Nebenprodukte, die ungewollterweise aber erwünscht sind, der Mikroorganismen, sind die Sekundärmetabolite. Also Produkte, die die Mikroorganismen herstellen, weil die organische Masse ja aus vielen Produkten besteht. Vom Protein über Fette, über Harze und viele andere Stoffe. Diese liefern viele nutzbare Wirkstoffe für unsere Ökosysteme. Die Pharmaindustrie nutzt sie schon sehr lange. In der Landwirtschaft würden sie die Basis für Artenvielfalt bilden. Antibiotika, Botenstoffe, Transmitter, Toxine, auch Insektizide, Fungizide, Herbizide und weitere 800 verschiedene Proteinkomplexe werden auf diese Art und Weise gebildet. Weil die Natur lässt nichts umkommen. Die Natur verbaut alle Stoffe in irgendeiner Form. Zusammenfassend ist die Urproduktion Mikrobiologie. Wenn wir vor einem Getreidefeld stehen und die Sonne scheint, denkt man über solche Dinge eigentlich nicht mehr nach. Aus anorganischen Stoffen entstehen organische Stoffe. Aus Sonnenlicht entsteht die erforderliche Energie des Lebens. Das ist die Grundlage der bäuerlichen Wirtschaft. Es braucht also eine große Idee, eine Vision, der sich niemand entziehen kann. Erst so sind pragmatische Lösungsfindungen zielführend. Die Zukunft der Landwirtschaft baut auf eine enge Verbindung von Ökologie und Ökonomie und dem Klimaschutz. Sie ist eng verbunden mit der besonderen Fähigkeit der Mikroorganismen. Zusammenfassend sollte mein Beitrag zeigen, die Landwirtschaft besitzt alle Potenziale, die gegenwärtigen Konflikte auf der Basis von Naturgesetzen nachhaltig zu lösen. Dabei sollten nicht wie bisher einseitige Wertschöpfungen entstehen, wie nur die Höchsterträge. Wir waren politisch und gesellschaftlich glücklich, als wir die Erträge von dem einen auf den anderen Punkt steigern konnten. Oder jetzt in den Trend verfallen, nur den Kohlenstoff in den Boden zu speichern, kann nicht der Weg sein, sondern eine Verknüpfung mehrerer innovativer Maßnahmen mit dem Ziel, sowohl die Produktivität auf dem Feld, die Ressourceneffizienz, die Ausnutzung unserer Möglichkeiten, die wir haben, Klimaschutz und Ökologie als ein Umwelt- und Bodenmanagementsystem insgesamt zu verstehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie weiterhin wissbegierig und vor allem gesund. Vielen Dank. Ich denke, ein sehr, sehr spannender Schlusssatz. Bleiben Sie wissbegierig. Ich glaube, das sind wir alle, so wie wir hier zugeschaut haben. Ein sehr, sehr runder Vortrag meines Erachtens von Herrn Witte, angefangen über die verschiedenen Abbauprozesse, die laufen, und auch nochmal der gesamtheitliche Blick zum Thema Kohlenstoff und Nährstoffe, Nährstoffkreislauf. Mich freut es jetzt sehr, den Herrn Witte live ins Studio zuschalten zu können. Herzlich willkommen, Herr Witte, zur Fragerunde. Vielen Dank. Herr Witte, wir haben über den Chat einige Fragen zu Ihrem Vortrag bekommen. Ich würde gerne beginnen mit einer Verständnisfrage. Und zwar haben Sie an einer Stelle über die Verkohlung gesprochen, bis das die Verkohlung eintritt. Was hat das für Auswirkungen auf den Boden? Ja, der Inkohlungsprozess ist eigentlich die Grundlage für unseren Dauerhumus. Mhm. Es wird
im Prinzip aus diesem Kohlenstoff, den die Pflanze aufgebaut hat, sprich hier dieses Lignin, dieser ringförmige Kohlenwasserstoffe, das sind die dauerhaftesten, wird der Dauerhumus erzeugt und aus dem Dauerhumus entsteht später die Kohle. Das ist der Inkohlungsprozess, der schon ein Selbstläufer ist, den die Natur schon viele Millionen Jahre vorher geschaffen hat. Und wenn wir uns nicht an diesen orientieren, dann bauen wir diesen Kohlenstoff nur ab. Es bleibt kein dauerhafter Kohlenstoff im Boden. Das ist eine völlig falsche Vorstellung, die da gesagt wird. Also Humusaufbau in dem Sinne ist ja falsch. Humusaufbau für die Bodenfruchtbarkeit. Wir müssen den Humus abbauen, um im Prinzip die Nährstoffe wieder freizubekommen, die die Pflanze benötigt. Die Pflanze lebt nicht von den organischen, sondern von den anorganischen Stoffen. Und deshalb müssen wir uns an den Inkohlungsprozess orientieren. Dann eine weitere Frage, geht es jetzt ein bisschen Unterschiede der einzelnen Kompostierverfahren. Und zwar hat einer unserer Zuschauer gefragt, ob Sie nochmal kurz den Unterschied zwischen dem Bokashi-Verfahren und dem MC-Kompost einordnen könnten. Das Bokashi-Verfahren ist ja eigentlich eine Fermentation von organischen Stoffen, aber ist nicht darauf ausgerichtet, Kohlenstoff zu fixieren. Der Kohlenstoff soll ja eigentlich extrahiert werden aus der restlichen Organik, dass wir damit ein Medium im Boden haben, der die Nährstoffe bindet und für die Pflanze transportiert. Und das kann nur diese ringförmigen Kohlenwasserstoffe, diese Humine, also Lignin, Humin, Kohle, Kohlenstoff, hat alles die gleichen Molekularstruktur. Aber das Bokashi ist eine völlig andere Richtung. Sprechen wir ein bisschen über Zielsetzung. Die Zielstellung ist eine kohlenstoffspeichernde Bodenbewirtschaftung. Wie ist das im Detail zu verstehen? Kohlenstoffspeicherung muss ja einen bestimmten Sinn, ein Ziel verfolgen. Kohlenstoff nur in den Boden bringen, um ihn dort zu speichern, um irgendwie Klima zu retten, ist der falsche Weg. Das würde jetzt bedeuten, wir nehmen Biokohle, Biochar, bringen das in den Boden. Das ist ein passiver Kohlenstoff, der wird dort mitunter über Jahre überdauern, spielt aber für die Bodenfruchtbarkeit, für das Pflanzenwachstum überhaupt keine Rolle. Ich hätte dort ebenso einen Stein hinlegen können. Der ist vielleicht noch wertvoller. Dieser Prozess, den wir erreichen wollen, ist ja ein Kohlenstoff, der gleichzeitig das Klima schützt. Er bleibt als Kohlenstoff dauerhaft im Boden und fördert die Bodenfruchtbarkeit, indem dieser Dauerhumus in der Lage ist, Nährstoffe an sich zu binden. Das geschieht über die Wasserstoffgruppen. Und die sind in der Lage, aus den Gesteinen des Bodens Nährstoffe herauszulösen, zu reduzieren und Pflanzen verfügbar zu machen. Das ist ein Selbstorganisationsprinzip der Natur. Es hat ja früher niemand eingegriffen. Es hat vor dem Menschen, wenn ich jetzt mal die Neandertaler erwähnen kann, niemand gegeben, der mit einer Düngermolle über die Wiese gelaufen ist. Also es hat dieses Prinzip schon immer gegeben. Und um den Stickstoff, den wir in der Luft haben, sind ja 78%, ist ja keine Abfallgrube in der Natur, sondern dieser Stickstoff muss ja irgendwie wieder in den Boden. Und diese Verbindung zwischen dem Kohlenstoff und dem Stickstoff, das ist unser Lebenselixier. Davon leben alle Organismen, alle lebenden Organismen auf der Erde. Sie haben es gerade vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich glaube, langläufige Meinung ist ja Humusaufbau grundsätzlich, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Sie haben an ein, zwei Stellen gesagt, naja, das ist nicht der Ansatz. Vielleicht können Sie das nur mit ein paar Worte zusammenfassen, warum dieser Ansatz aus Ihrer Sicht falsch ist. Ja, es geht ja zurück eigentlich, die ganze Humustheorie bis 1800, Albrecht Thaer, der gesagt hat, die Pflanze lebt von organischer Substanz. Das wird ja bis heute von vielen noch so weitergetragen. Das stimmt ja nicht. Es ist ja durch Justus von Liebig, Friedrich Sprenge alle längst widerlegt, sonst würde die Düngemittelindustrie gar nicht funktionieren.
Die Pflanze lebt von anorganischen Stoffen. Das heißt also, die Organik, die wir, den Humus, den wir aufbauen wollen im Boden, der muss ja erst mineralisiert werden, er muss erst abgebaut sein, bevor die Pflanze davon leben kann, bevor wir von Bodenfruchtbarkeit reden können. Also Humusaufbau, das heißt, ich habe einen vollen Kühlschrank zu Hause, gehe aber nicht ran. Mhm. Ich esse davon nichts, dann bleibt er immer schön voll. Mhm. Also der Humus muss abgebaut werden, damit die Fruchtbarkeit entsteht. Das ist die Grundlage für einen ökologischen Landbau, gegenwärtig noch, dass die Organik abgebaut wird, die Mineralien, die Nährstoffe wieder freigibt, dass die Pflanze davon leben kann. Und deswegen ist das ein Widerspruch. Normalerweise muss es heißen, Humusabbau für die Bodenfruchtbarkeit, nicht Humusaufbau. Mhm. Das ist eigentlich ein totaler Widerspruch. Mhm. Dann nochmal angeschnitten Thema Sauerstoff. Ich denke, Sauerstoff grundsätzlich ist für Wurzeln und für die Pflanzen wichtig, Gasaustausch. Aber warum sollte es, oder kann Sauerstoff in dem System auch Schaden verursachen? Ja, wir gehen eigentlich zu sehr von uns Menschen aus. Wir vermenschlichen alles, die Haustiere besonders, dass wir Sauerstoff benötigen. Aber in der Natur funktionieren einige Prozesse genau andersherum. Die Natur ernährt sich ja selbst, der Selbstläuferprinzip, was ich schon erwähnt habe. Wenn ich jetzt die Hauptenergie vom Sonnenlicht über die chemische Energie in den Boden erreichen will, brauche ich ein Enzym Hydrogenase. Und diese Hydrogenase ist zum Beispiel ein sauerstoffempfindliches Enzym. Wenn ich zu viel Sauerstoff im Boden habe, kann nie eine Wasserspaltung stattfinden, weil der Wasserstoff, der dann gebildet wird, sofort wieder oxidiert zu Wasserdampf und verschwindet. Und der nächste Schritt wäre jetzt die Stickstofffixierung der Luft, was sämtliche Bakterien brauchen. Die holen sich den Stickstoff aus der Luft, brauchen die Nitrogenase, dieses Enzym, was auch wieder sauerstoffempfindlich ist. Also wir können auf diese Potenziale der Natur überhaupt nicht zurückgreifen, weil wir eine Bodenlockerung kam. Früher mit einem Pferd oder Ochsen hätte ich mir das sicher dreimal überlegt, das Feld so locker zu machen. Heute ist es ein leichtes mit 300 PS, vielleicht sogar mit Klimaanlage im Traktor mehrmals über den Acker zu fahren, den richtig schön locker zu machen und das Gefühl zu haben, ich habe der Pflanze etwas Gutes getan, weil sie sehr gut durchwurzeln kann und alles. Das ist nicht notwendig. Die Pflanze würde auch durch einen ganz festgetretenen Boden wachsen können. Beispiele gibt es da genügend. Besonders wenn manche sich mal ihre Vorgewände im Feld betrachten, wo der Traktor mehrmals drüber weggefahren ist, steht das Getreide oft besser als im lockeren Feld. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt trotzdem das Bedürfnis verspüre, einen Lockerungsgang zu machen, ist das Thema Rückverfestigung essentiell? Ja, darin liegt eigentlich die Geschicklichkeit der Bodenbearbeitung. Wenn wir der Natur auf die Finger schauen, sind das die kleinen Mikroorganismen, die am Boden rumkriechen, die zwischen dem Luftsauerstoff und zwischen dem Boden unten hin und her wandern. Wir wollen den Boden auflockern, um kurzfristigen Sauerstoffschub zu geben. Wir können ja nicht auf die vielen kleinen Springschwänze warten, dann würden wir die Erträge nie erreichen und die Zeitspanne. Wir lockern den Boden auf und rückverfestigen ihn, sodass dieser Sauerstoff im Boden drinne bleibt. Der wird nach 4 bis 6 Stunden verarbeitet von den Bodenbakterien, bevorzugt, verbraucht. Und dann haben wir Kohlendioxid im Boden. Und den lassen wir nicht ausgasen, sondern das ist der Grundbaustein für unseren Nährhumus. Den Dauerhumus bringen wir über die Kompostierung im Boden und der Nährhumus dockt dann an, um die Nährstoffe pflanzenverfügbar zu machen. Das ist eigentlich der chemische Hintergrund der Bodenbearbeitung. Herr Witte, noch eine abschließende Frage in unserer Runde. Ein Zuschauer fragt uns, welche Pflanze hat denn den höchsten Ligninanteil? Weil Sie haben ja ein paar Folien über das Thema Lignin gehabt in Ihrem Vortrag. Ja, das hat immer was mit der Ertragsmenge zu tun. Wir haben beim Getreide, das ist der Weizen, steht an erster Stelle. Die anderen Getreidearten haben definitiv weniger. Und dann kommt der Mais,
weil der Ertrag pro Hektar, pro Flächeneinheit sehr hoch ist, also die Masse. Aber die meisten Futterpflanzen ist widersinnigerweise seit den 80er Jahren der Ligninanteil zurückgezüchtet worden, weil man ganz kurzsichtig betrachtet hat, dass der Ligninanteil zu einer schlechten Verdauung führt. Weil den können die Tiere nicht verdauen, das hat die Natur aber so gewollt. Das scheiden die wieder aus und das bildet den Dauerhumus im Boden. Das hat den Kreislauf der Natur gebracht. Die Pflanze braucht das Lignin auch, um sich in den Blättern vor Schädlingen zu schützen. Vor Pilzen, vor Blattläusen, vor allen möglichen. Das haben wir herausgezüchtet, damit die Futterpflanzen verwertbarer sind für die Rindviecher. Aber jetzt müssen wir mit Spritzmittel dagegen halten, um die Schädlinge niederzuhalten. Also hier muss wieder eine Ordnung hergestellt werden. Die Pflanze braucht ihre natürliche Menge an Lignin. Und dann können wir wieder dementsprechend die Dauerhumusmenge, die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Art und Weise wiederherstellen. Also Weizen, Mais und so weiter steht im Moment in der Rangordnung Ligningehalt am höchsten, etwa zu vergleichen mit dem Buchenholz pro 100 Gramm Masse. Herr Witte, noch eine allerletzte Frage. Ich sehe, jetzt kommen wir schon langsam Dynamik in die Fragerunde rein, auch bei unseren Zuhörern. Welche Materialien eignen sich denn am besten für das Thema MC-Kompostansetzen? Wir brauchen beim Kompostansetzen immer die zwei wesentlichen Grundsubstanzen. Ein Grundmaterial, sprich Stroh, Laub, Holz, wo ich viel Lignin drin habe. Also wir haben auch im Laub vom Baumholz viel Lignin drin. Strauchschnitt vom Galabau und so weiter. Ist auch ein sehr hoher Ligninanteil. Und dagegen etwa ein Drittel stickstoffhaltige, das proteinhaltige. Das heißt Gülle, Jauche, Mist von irgendeiner Form. Ja, ob das jetzt Gärreste sind oder Hühnermist, ist egal. Ich muss bloß die unterschiedliche Aufbereitung wiederum beachten. Diese beiden Materialien vermischen, dann ist das Milieu entscheidend, unter welchen Umständen die Stoffe miteinander reagieren, durch die Bodenbakterien. Nicht abdecken, keine Zusatzstoffe zugießen oder irgendwelche Kalkanteile, das ist alles nicht notwendig. Das machen die Bodenbakterien ganz allein. Ja, Herr Witte, Sie sehen schon, das Thema bewegt unsere Zuschauer. An der Stelle würde ich aber gerne die Live-Fragerunde beenden. Es besteht ja nach wie vor die Möglichkeit, dass wir die ein oder andere Frage im Chat beantworten, einfach schriftlicher Natur. Herr Witte, an der Stelle nochmal vielen Dank von meiner Seite für die Bereitschaft, den Vortrag digital zu machen und natürlich jetzt auch noch der Fragerunde digital beizuwohnen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, wir schalten hier um 12 Uhr in das nächste Thema rein, in das Thema Direktsaat.